Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier das Ballenlager und ich glaube, das ist das erste, das hier jetzt rausgekommen ist, wo es so einlagert, wie wir es eigentlich kennen. Zumindest, ich bin jetzt nicht so groß ich habe jetzt da keine große Information dazu, ob das jetzt hier normal ist oder ob das jetzt ein spezielles ist. Auf jeden Fall ist es die Version 1.0 und der Mod hat gerade mal eine Größe von 8,4 Megabyte, also das ist ein ziemlich kleines Ding eigentlich. Ihr könnt dort einlagern die Ballen mit Heu, Stroh, Gras und Silage und ihr könnt ja verschiedene Ballen einlagern, also egal was ihr da reinschmeißt, ob es jetzt Quaderballen, Rundballen, egal, er sammelt es praktisch als Gesamt und als Gesamtmenge sozusagen. Ihr könnt dann nachher entscheiden, was ihr da wieder rausholen wollt. Ein kleiner Ball mit 500 Liter oder einen richtig großen Ball mit 7000 Liter, je nachdem wie viel halt Volumen gerade noch in diesem Lager drin ist. Das Lager findet ihr, wenn ihr unter Silos nach hinten scrollt, kommt irgendwann diese Hügel hier, das sind sie nämlich, diese Lager. Da habt ihr die Möglichkeit, dann entweder hier mit einem Graslager bis zu 2,5 Millionen Liter Grasballen zu lagern. Dann habt ihr das gleiche mit Heu. Dann habt ihr mit Stroh und hier mit Silageballen. Hier haben wir dann noch Quaderballen. Könnt ihr hier die Quaderballen reinkippen. Sind ein bisschen andere Hütten halt. Das ist die Sache, die sieht dann halt so aus. Ne? Sieht halt wie eine Hütte aus. Und ich habe hier so einen Lagerplatz mäßig. Und es gibt es dann auch für Gras, Heu, Stroh und für Silage. So, das sind diese 8 Stück, wo wir hier haben. Also ihr nehmt jetzt einfach hier, hier sieht es so sieht's aus. Hier sind jetzt beispielsweise 72.000 Liter drin. Da geht jetzt hier ran. Könnt ihr hier draufklicken und dann könnt ihr sagen, okay, das ist jetzt Gras. Mein Gut, wenn man hier hinläuft, unten sehen wir es ja, ne? Rundballenlager, Gras. Dann geht ihr hin, dann könnt ihr hier auswählen Gras. Es geht hier natürlich nicht mehr, weil jetzt bloß Gras drin ist. Geht ja nicht auch bloß Gras rein. Und jetzt könnt ihr hier auswählen Rundballen mit 3500, 5500, 7500 und dann könnt ihr hier aber auch sagen, ach, ich möchte hier einfach auch mal einen kleinen Quaderballen wieder auslagern. Klickt hier nicht mehr auf OK. Dann sagt ihr, wie viele Ballen ihr haben wollt, machen jetzt mal 3 Ballen. Zack. So. Und hier liegen dann die Ballen rum. Die könnt ihr dann einfach auch mitnehmen. Die könnt ihr normalerweise auch so tragen. Ich habe jetzt das starke Bohr jetzt gerade wieder drin. Aber normalerweise, ich glaube, die könnt ihr auch so transportieren. Na, ihr könnt jetzt auch sagen, geh jetzt wieder dahin und ach, ich möchte jetzt trotzdem wieder einen Grasballen, klar. Und ich möchte jetzt aber richtig groß mit einem Rundballen mit 7.500 Liter. Einen Ball möchte ich gern haben. Na, liegt der hier auch schon griffbereit für euch. Ja. Das Ding sieht so aus, hat so eine Steinplatte hier. Man hört zwar das Gras drunter, aber ist egal. Und wie gesagt, da kann man dann 2,6 Millionen Liter Material laden. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie man das einlagert. Ihr wollt euch einfach Ballen oder Rundballen oder nochmal Quaderballen, ist egal. Einfach hier rein. Und dann seht ihr auch hier schon, die Summe hier geht nach oben. Jetzt haben wir 71.000. Ne? Dann praktisch summiert sich das. Ne? 78.000. Also eine richtig einfache Sache eigentlich. Und auch hier könnt ihr dann sagen, ich gehe jetzt wieder hier an dieses Zahnrädchen hin und sage, ich möchte Heu. Klar, es ist bloß Heu drin, logischerweise. Es geht auch bloß Heu rein. Klicke ich einmal auf OK. Dann kann ich sagen, ich möchte aber jetzt anstatt Rundballen Quaderballen haben mit 8000 Liter. Einen Ballen zum Beispiel. Ne? Haben wir hier einen richtig dicken, fetten Ballen. Ne? Also ist egal, was ihr reinschmeißt, Rund- oder Quaderballen. Geht hier alles, ihr könnt jetzt auch hier, ich habe jetzt hier Quaderballen, die könnt ihr hier reinschmeißen, ne, die werden genauso angenommen hier. Na, ob das jetzt gewollt ist, so weiß ich nicht, aber weil es halt eigentlich bloß Rundballen-Dinger sind, aber ihr seht selber, ihr nehmt auch die kleinen Ballen hier ohne Probleme und der Trigger ist relativ groß. Da haben wir 113.000 Liter drin schon, ihr seht auch der Stapel schon ein bisschen angewachsen hier. Stroh, jetzt könnt ihr ja sagen, okay, ich möchte klar Stroh haben, ich möchte aber jetzt eigentlich auch wieder Quaderballen haben, können wir hier rauslassen, 9000 Liter, liegt hier einer rum. Hier mit den Silageballen, genau das gleiche, könnt ihr auch Quaderballen, Silagen reinschmeißen, geht genauso. So, bei den Dingern da hinten, wir haben hier zum Beispiel, hier ist dann das für, na, ihr seid unten wieder, Silage,
Die sehen aber auch alle gleich aus hier. Dann habt ihr hier noch Heu drin. Ne? Das sieht jetzt halt hier sind halt Quaderballen drin, aber ihr könnt hier einfach wieder hinlaufen, sagen, jo, Stroh möchte ich haben. Ich möchte aber jetzt aus diesem Quaderballenlager gerne eine Rundballen haben. Kann ich sagen, natürlich, klar, funktioniert. Ne? Hier ist der Rundballen, klappt. Kann aber auch sagen, ich gehe jetzt dahin, möchte wieder Stroh und kann sagen, ich möchte jetzt hier aber trotzdem Quaderballen haben und zwar, ja, ne? Nehmen wir hier einfach mal so und ich möchte aber eigentlich 5 Stück haben, so. Ja, da stehen die 5 Stück hier und ihr könnt sie ganz einfach abtransportieren hier wieder. Ja. Also eine ganz simple Sache hier eigentlich und das, ich glaube, das ist dann auch ziemlich entlastend für den Spielstand bzw. dann auch für den Rechner, da die Ballen ja hier drin sind in diesem Lager, werden nämlich nicht mehr anders extra berechnet vom System und somit ist das auch eine Entlastung, als wenn überall nur Ballen im Weg rumstehen. Ja, ja. Wie gesagt, Fehler hat es zwar, soweit ich habe gesehen, kein. Ne? Der ist schön fehlerfrei. Da ist kein Problem. Und 8 MB, denke ich mal, hat jeder noch frei, wenn er hier so ein Ballenlager hinstellt. Vielleicht kommt auch noch ein kleineres, wo nicht so riesig groß ist. Das wäre vielleicht nur für kleinere Karten interessant. Mit weniger Volumen natürlich. Und das Praktische ist natürlich, ihr könnt alles reinschmeißen. Egal ob Quader oder Rundballen, von dem her. Ist nur optisch. Das ist halt optisch halt, hier sind halt Rundballen dann und hier sind halt Quaderballen zu sehen, ja, optisch, genau. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Dieses Ballenlager gibt's wie gesagt nur für den PC, nicht für die Konsole. Und wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch ein Däumchen, ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier auf dem Kanal. Bis dann, macht's gut und ciao.